Tja, meine Lieben, Pech gehabt. Der Michael Reinke, seines Zeichens Games... Seines Zeichens Games-Experte hier, der hat großes Glück und darf Deus Ex spielen, deswegen... Deus Ex spielen und deswegen bin ich jetzt hier mal umzugucken, was newstechnisch bei uns so abgeht. Und da steht schon direkt jemand, der mit guter Laune und investigativer Wissensanhäufung uns die erste News des Tages bringt. Dennis, was gibt's Neues in der Gaming-Landschaft? Peter Neururer ist heute in Bundesliga gewesen. Ach stimmt, der ist ja heute da, ne? Ja, ne? Super, Kerl. Jetzt wirklich, kennst du den? Ja, klar, Trainer. Wenn du Fußballfan bist, kennst du ihn. Er erzählt immer lustige Geschichten. Nicht so viel vom Fußball, sondern eher andere Sachen. Aber ist cool. Sonst Gaming News, was ist denn Interessantes passiert? Marco, was ist denn Interessantes passiert? Skyrim wurde in Unreal 4 Engine nachgebaut. Jetzt tust du so, als ob du das zum ersten Mal hörst. Nee, tue ich nicht. Ich habe mir da eben gerade die Grafik, die Bilder angeguckt und haut mich nicht so vom Hocker. Also die Bilder sehen jetzt nicht so. Sieht doch aus wie ein normales Skyrim. Dennis, aber ganz kurz. Ich erinnere mich an letzte Woche, da haben wir zusammen Star Wars Battlefront gespielt. Da hast du schon die ganze Zeit nur gejammert, es wäre gar nicht so toll und ja, man muss auch mal ganz ehrlich sein, man muss nicht immer alles gleich hochhypen, ne? Was ist denn dein Hype-Titel jetzt mal, wo du sagst, da geht nichts drüber? Außer jetzt irgendeine Marvel-Versoftung. Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt tatsächlich doch angefangen, Fallout 4 zu spielen. Ja, ist schon cool. Aber was ich gerade in den Himmel loben würde... Schwer. Ich helfe dir auf die Sprünge, denn gestern war bei uns ja Project Overlord fast 3 Stunden lang. Eine Überraschung nach der anderen wurde aus dem Sack gezogen, ist kein Spiel, aber sag doch mal 3 Worte zu Overlord. Was denkst du darüber in 3 Worten? Ja, schon wieder mit. Wie guckt ihr den Gesichtsausdruck schon an? Ich dachte jetzt mal, jetzt darf er lachen und sich freuen. Coole neue Formate. Geht's noch ein bisschen. Du hast gesagt, euphemistischer vielleicht. Dann sollen wir jetzt eigentlich die News hier beide alleine jetzt durchziehen? Oder wie lange? Du kannst auch sagen, Knaller, innovativ, spektakulär oder Revolution, ewig neu. Mit deinem Scheiße. So, vielleicht hat der Robin ja wenigstens eine gute Gaming-News für uns. Er schaut nämlich gerade hier, er recherchiert gerade im Hintergrund noch das, was er uns jetzt kundtun möchte. Und er hat was gefunden. Auf jeden Fall. Robin, was geht? Epische Schlacht, 1000 Todeskrallen gegen die Stählerne Bruderschaft bei Fallout 4, wenn das nichts ist. Also, es klingt auf jeden Fall super. Wir können ja mal in den Trailer reinschauen. Wow. Es ist der Hammer. Ich werde es nicht zeigen. Ja, also ein Video, in dem nicht viel passiert, außer dass Todeskrallen wie Schachfiguren in einer Stadt stehen und wahrscheinlich darauf warten, von der Stählernen Bruderschaft niedergemetzelt zu werden. So viel von Robin, danke. Robin, von dir aber auch natürlich noch schnell. 3 Worte zu Project Overlord. Hast jetzt ja genug Zeit gehabt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, 3 Worte. Der unfassbare Oberhammer. Lass mal gelten, der unfassbare Oberhammer. Dankeschön, Robin, und ich bin morgen wieder da. Oder der Reinke. Mal gucken. Oder der Marco, man weiß es nicht. Oder sonst jemand. Herr Schröckert, was geht an der Newsfront bei dir? Ich habe gerade gelesen, es gibt ein neues Easter Egg bei Call of Duty Black Ops 3, haben sie entdeckt. Das ist aber leider auf der PS4, weil ich glaube, nur auf der PS4 kann man die Map Nuketown noch zu Beginn gleich runterladen. Die gibt es irgendwie erst später auf der Xbox. Und da stehen so Puppen rum. Und wenn man diesen Puppen die Köpfe wegschießt, verwandeln sie sich in Zombies. Und wenn man den Puppen die Arme wegschießt, gibt es noch eine andere Verwandlung. Also... Das weiß ich jetzt aber nicht. Da war ich gerade dabei, das zu gucken. Aber meistens ja umgekehrt, ne? Wenn man Köpfe den Zombies wegschießt, dann verwandeln sie sich in Puppen, sozusagen. Ja, also was da passiert, weiß ich leider nicht. Das war ich jetzt gerade im Begriff zu gucken, als ihr quasi mich hier unterbrochen habt. Aber ja, ansonsten habe ich für News? War das schon eine gute News? Ja. Naja, aber man muss das innerhalb von 2 Minuten machen. Also innerhalb von den ersten 2 Minuten des Spiels müssen diese Köpfe oder die Arme weggeschossen werden, sonst wird dieses Easter Egg nicht aktiviert. Ich hoffe, das gilt auch auf der Xbox. Ich habe es halt, wie gesagt, ich spiele es bisher nur auf der Xbox. Und mal gucken, dass ich es vielleicht mal noch auf der PS4 irgendwie hinkriege. Aber am Freitag, vielleicht schaffen wir das am Freitag, ja. Da zocken wir wieder Co-op Singleplayer und vielleicht können wir nochmal so eine Runde... Nuketown mit einschieben oder so. Guck dir das mal an, wie näher so eine News-Sendung hier einfach will, einfach schön ein bisschen was euch mitgeben, direkt als Werbung in eigener Sache, in unserer Sache natürlich hier umformt. Das ist echte Professionalität. Ich könnte sogar noch eine News präsentieren. Hau raus, die schneiden wir dann so, als ob wir quasi einmal durch die Redaktion gegangen wären und dann wieder bei dir gelandet sind. Ich habe heute Nachricht bekommen von Moritz Bleibtreu, also beziehungsweise von der Agentur, die Moritz Bleibtreu betreut, der wohl von seinem Game-Plus-Auftritt sehr geschwärmt hat. Und gesagt hat, ey, er möchte unbedingt wieder hierher. Und deswegen haben die mich jetzt angeschrieben und haben gesagt, hier, wenn der jetzt seinen neuen Film vorstellt, Die dunkle Seite des Mondes, möchten wir ihn gerne, also zu euch schicken. Also der möchte gerne vorbeikommen.
langsam kommen sie echt alle, ne? Ja, langsam kommen sie echt alle. Dennis Moschito hat sich auch nochmal angekündigt. Und Simon Jäger, frage ich jetzt gerade, bin ich jetzt gerade auch in Verhandlungen. Das ist die Synchronstimme von Matt Damon und Josh Hartnett. Da sind wir auch einen Schritt weiter. Ja, viele Schritte weiter haben wir natürlich bei Project Overlord gestern irgendwie gegangen. In drei Worten, Overlord, was denkst du? Was ich denke in drei Worten? Viel, vielfältig, viel zu tun. Das ist jetzt kein drittes Wort. Alles ist egal, es geht durch. Als Dreifaltigkeit, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schröck. Cut. Nassi kann gerade nicht, die muss nämlich gleich den Neurohrer schminken. Ne? Ja. Ich muss erst Moderationskarten schreiben für morgen und dann muss ich Puder auf einen Mann auftragen. Meine News des Tages. Ja, echtes Highlight. Ne? Du arbeitest dich hier langsam hoch. Von der Cutmeisterin jetzt zur Sekretärin. So sieht's aus. Wunderbar. Leandra, was sieht's denn mit dir? Du hast doch was für uns, oder? Du hast doch immer was Gutes, habe ich mir sagen lassen. Ja, immer. Nein, habe ich leider nicht. Aber deine Gedanken zu Project Overlord, die möchtest du auch bestimmt mit uns teilen. Es ist sehr, sehr cool. Es war ein Riesen-Event und sehr coole neue Formate und ja, es ist einfach nur cool. Geht durch, ne? Als drei Dings. Danke, Leandra. Bei uns im Büro, das wird ein Grieche sein. Jetzt schleichen wir uns hier rein. Gregor! Ich hab nur Grieche gehört. Ja, ich habe über mein Abendessen gerade laut nachgedacht. Nein, das nicht wirklich. Aber du musst natürlich in deinen Hirnwindungen kramen. Nach allem, was du heute recherchiert hast. Geile News, was ist passiert? Okay, lass mich mal nachdenken. Was ist denn heute passiert? Ich habe mir sowas gegessen. Danach habe ich mich das Essen entledigt. Das müssen wir nicht weiter ausführen. Ich bereite den Retro-Club gerade vor. Oh, was sehen wir denn da? Könnt ihr das vielleicht erkennen, was es ist? Tron 2.4. Nein. System Shock ist das. Wir haben diesmal ein zweigeteiltes großes Special, was den ersten Teil diese Woche am Donnerstag sehen wird und den zweiten Teil nächste Woche am Donnerstag, nämlich Sci-Fi-Rollenspiele. Oder besser gesagt Space-Rollenspiele. Die westlichen Games, wie zum Beispiel System Shock, Anachronox, Buck Rogers, was ich mitbringen werde als C64-Fassung, Originalverpackung, diesen Donnerstag im Retro-Club. Und nächste Woche gibt es dann Phantasy Star und das andere gelöst. Das war eine Premium-News. Vielen, vielen Dank. Geil, ne? Holt ihr euch eigentlich auch von Peter Neurohr eine News? Können wir dann tauschen, Marco? Dann filme ich und du nimmst die Kamera. Ich trau mich nicht, den einfach anzusprechen. Der hat doch mit Spiel nichts zu tun. Ich kenne den doch halt nicht. Mach doch nichts. Das ist wie letztens da, als ich hier mit dem Hip-Hop-Typen da abgezockt, durchgenommen. Taktlos, genau. Ich der Einzige hier in der gesamten Redaktion, der den überhaupt nicht kennt, neben dir wahrscheinlich. Ich muss da sitzen und ein Interview mit dir machen und alle denken, warum stellt er nicht die richtigen Fragen? Naja, es ist keine News mehr, aber ich war bei Madonna auf dem Konzert. Oh. Ja, das war wie Cirque du Soleil mit Bauchmuskeln. Also, so muss man. Echt immer noch? Ist das nicht mehr wie so Cirque der Altenheim oder also hat sie es noch drauf? Nicht ihre Bauchmuskeln, sondern von den dunkelhäutigen 2 Meter großen Tänzern, die um sie drumherum geschlungen waren. Und man darf nicht gottesfürchtig sein, zumindest nicht christlich. Weil, wenn dann halbnackte Asiatinnen mit einer Nonnenhaube auf Gogo-Stangen, die geformt sind wie Kreuze, dann ihre Bewegung machen und währenddessen Madonna auf denen draufsteht und Like a Prayer singt, also Jesus war da nicht dabei. Ach, die hat Like a Prayer doch gesungen? Ich habe irgendwo gelesen, die hat es nicht gesungen. Och, hat sie gesungen, das war toll, das war schön. Aber leider haben wir, Guck dir das mal an, wie er da jetzt einfach so tut, als ob er es nicht war. Aber das macht er gut, ne? Das haben wir richtig weh getan. Hat man gehört, dass es weh tat. Laufen schon? Ja. Okay, gut. Jan, jetzt nochmal konzentrieren, nochmal in dich halten. Und du hast ganz tolle News vorbereitet, Jan. Was gibt's denn Neues? Wieder mal eine Nintendo-News. Legend of Zelda Twilight Princess bekommt ein HD-Remake für die Wii U. Und Xenoblade Chronicles wird kein Brustvergrößerung, Verkleinerungsfeature beinhalten in der internationalen Version. Es hat nur die japanische Version. Und man kann nicht für den Charakter Bikinis ausrüsten. Die sehen ein bisschen anders aus. Nicht ganz so. Weißt du, was ist damit, warum haben die das gemacht? Also das ist doch typisch. Die Japaner haben damit keinen Stress, aber wir scheinbar schon. Finde ich ein bisschen schade. Aber sonst bleibt das Spiel genauso wie in Japan. Und Remake Twilight Princess, ich habe es jetzt von dir zum ersten Mal erfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingt das so ein bisschen wie, wir wollen die Zeit schinden bis zum nächsten Zelda, das dann doch auf einer neuen Konsole erscheinen wird? Weil wir haben ja ein Zelda geliefert. Ja, es wurde ja auch eins angekündigt, aber ich meine, man hat Bilder gesehen, aber da kommt ja bis jetzt noch nichts. Und auf der neuen Konsole, auf V-Books. Vielleicht, oh. Nichts Genaues weiß man ja überhaupt gar nicht. Ja, was kann man denn noch sagen? Die Xbox One verkauft sich in Amerika besser wie die PS4. Ist aber auch das erste Mal so. Ey, guck ihn dir an!
der Max, der freche Schütze. Ich habe keine News, Aber ich freue mich umso mehr, jetzt das Scepter übergeben zu können. Die News heute vielleicht nicht ganz so inhaltlich profiliert, wie ihr das eigentlich gewohnt seid hier. Ein bisschen mehr den Spaß im Vordergrund gab, beziehungsweise Project Overlord. Aber das war natürlich, da haben wir drauf hingearbeitet. Und da war es uns ganz besonders wichtig, auch Leute wie Eduard zu fragen, was sie von Overlord halten. Overlord. Cool. Overlord. Cool. Cool. Klitschko. Gut.